Ja, meine Lieben, Liebespaare verlieben sich, sie schweben auf Wolke 7. Ja, nichts kann diese verliebten Paare erschüttern. Wolke 7 hoch 3. Diese Liebe hält ewig, glaubt man dann immer, und plötzlich ist alles wieder vorbei, aus die Maus. Es gibt noch einen letzten Streit, ja, der so richtig eskaliert. Dem Mann oder der Frau reicht's nun endgültig aus, fertig, das war's. Klar, meine Freunde, das war jetzt schon mal der Schnelldurchgang einer Trennung, doch so ähnlich ist es doch bestimmt schon vielen von hier gegangen, oder nicht? Wenn du einer oder eine von denjenigen bist, die bisher noch keine Beziehungskrise bzw. Beziehungsaus erlebt haben, dann schreib mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Das hat nämlich ganz bestimmt Seltenheitscharakter. Doch wir kümmern uns hier in diesem Video um die, bei denen das mit der Beziehung nicht immer so funktioniert, und deshalb erfährst du jetzt, wie Paare grundlegend funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Wir fangen gleich mal an mit dem ersten wichtigen Punkt. Wir müssen wissen, Paare sind Beziehungssysteme, das heißt, ist hier etwas aus dem Gleichgewicht, wie zum Beispiel eben geben und nehmen, dann kommt eben einfach Sand ins Getriebe. Der zweite Punkt ist, dieses Liebesbeziehungssystem funktioniert eben in Polaritäten. Das ist wichtig, denn Krisen und Konflikte führen in der Regel zu einer Zuspitzung, ja, dieser Polaritäten. Zwischen den Partnern tritt eine immer stärker werdende Polarisierung ein, die eine Verständigung dann in weiterer Folge immer weiter erschwert und erschwert. Drittens, Paare funktionieren nach dem Prinzip der Gemeinsamkeit und eben auch Ergänzung. Deshalb wählen sich Paare auch nach diesem Prinzip dieser Gemeinsamkeit und Ergänzung auch unbewusst meist aus, nach dem Motto, für jeden Topf sein Deckelchen. Schwinden jedoch diese Gemeinsamkeiten, fördert das die Krise, was wiederum bedeutet, dass Paare in der Krise Unterschiede nicht mehr als Ergänzung wahrnehmen können, sondern eben eher als Spaltung. Vierter Punkt. Weiter ist sehr, sehr wichtig, dass mit Beginn der Partnerschaft Partner einen überwiegend unbewussten Partnervertrag abschließen, der eben dafür sorgt, dass beide Partner nun meist auch unbewusst dafür sorgen, dass sie auf ihre Kosten kommen wollen, denn es existiert ja meist unbewusst dieser Partnervertrag. Das heißt auch, sprich, die Partner erwarten, dass deren Bedürfnisse befriedigt werden, und zwar vom anderen. Partner in der Krise fordern dann auch noch die vom jeweils anderen nicht eingehaltenen Versprechungen ein und werfen sich das dann gegenseitig vor. Sie werfen sich den Bruch quasi dieses Partnervertrages vor. Du sorgst dich nicht um mich, du machst plötzlich nichts mehr für mich. Die meiste Zeit verbringst du mit deinen Freunden, der Partner, der andere erwidert, was du wieder hast, dir ist es doch sowieso immer egal gewesen, was ich mache. Da sind dann plötzlich diese Dinge große Probleme, vorher waren es noch schöne Ergänzungen. Fünfter Punkt, in der Krise können die Partner die Klagen und Wünsche des anderen einfach nicht mehr oder nicht wahrnehmen. Es macht sowieso einen Unterschied, ob jemand klagt und fordert oder ob er Wünsche eben artikuliert, aber auch diese Wünsche werden einfach nicht mehr gehört. Und deshalb wollen Partner jeweils den anderen verändern, um einfach verständlich zu machen, hey du, ich komme zu kurz, gib mir, was ich brauche. Punkt Nummer 6. In der Krise erwartet jeder den Beginn der Veränderung vom anderen. Hey, du musst anfangen, denn schließlich bin ich es, die oder der vernachlässigt wird. Änderung kann aber jedoch nur geschehen, wenn beide bereit sind, etwas zu verändern. Punkt Nummer 7. Wichtig zu wissen ist auch, dass jedes menschliche System auf Entwicklung von seiner Natur her einfach angelegt ist.
Das heißt, langer Stillstand, lange Stagnation ist entwicklungshemmend und führt eher in eine Krise, als dass es wunderbar und schön weitergeht. Und weil eben auch Paare Entwicklungssysteme sind und Entwicklung immer im Zyklus von Krise, Nicht-Krise, Krise, Nicht-Krise eben geschieht, sind Krisen ganz einfach notwendig und unausweichlich und verdrängen oder was auch immer, ist hier kein guter Rat. Der letzte Punkt, Punkt Nummer 8. Eine Krise zeigt immer an, dass das Verhältnis zwischen den beiden lebensnotwendigen Bedürfnissen der Menschen von Sicherheit, wie zum Beispiel eben, dass man sich treu bleibt, dass man Bewährtes eben bewahrt, oder eben dem zweiten Bedürfnis der Entwicklung, das heißt sich auch zu verändern, sich eben weiterzuentwickeln, dass diese dann aus dem Lot, aus der Balance geraten sind. Und deshalb braucht es ein neues Gleichgewicht. Und in diesem Falle steht in der Regel dann auch bei beiden Partnern unbedingt Wachstum an. Wenn sich nur ein Partner verändern will und dies auch tut, führt das grundsätzlich auch in der Regel irgendeinmal zum Beziehungsbruch. Ja, meine Freunde, Coaching kann hier für den Einzelnen und für das Paar natürlich eben auch äußerst ratsam sein, denn wir Menschen sind für die entscheidenden Faktoren bei Krisen auch gerne blind. Das liegt in der Natur der Sache, das ist ganz normal, denn man sieht einfach mehr und besser, wenn man oder in die Problematik erstens nicht verwickelt, nicht verstrickt ist und zweitens vor allem auch einen kompetenten Blick von außen eben aus ganz oder auf ganz anderen Perspektiven einfach auch sehen kann. Denn wenn man in Krisen ist, ist es ja quasi so dieses Bild, man steht ja selbst im Kochtopf und hat natürlich bei Weitem nicht diesen Blick, den man eben von außen hat, was hier im System einfach passiert. Ja, meine Freunde, in dem Sinne ist, Liebe ist natürlich der Motor in der Beziehung. Liebe ist der Motor für jeden Menschen grundsätzlich. Das möchte ich nicht außer Acht lassen. Keine Frage. Doch wir Menschen haben eine Angewohnheit. Wir schließen allzu gern von uns selbst auf andere. Also wir glauben, dass was wir als Werte, als Bedürfnisse, also empfinden, das muss dann beim anderen eben auch so sein. Ja? Was ich so sehe, bewerte und einordne, sieht eben der andere meist dann doch ein bisschen oder eben auch viel anders. Und deshalb sollte man sich nicht nur Unterstützung holen, wenn es scheppert, sondern eben auch vorher sich einfach viel mehr Gedanken, wie gut funktionierende Beziehungen umsetzbar sind. Ja, in dem Sinne, alles, alles Liebe, euer Geo von Geo Leben TV, so geht Beziehung.